Im heutigen Video geht es ums Ansprechen. Es geht aber nicht spezifisch darum, was du ihr sagen kannst, damit sie sich gut fühlt, dass du ein Kompliment machst, dass sie sich abgeholt fühlt, sondern es geht vielmehr darum, was kannst du noch zusätzlich erwähnen, dass sie mehr das Gefühl hat, hey, der Typ hat jetzt nicht einfach einen Spruch auf Lager, sondern er hat ein bisschen beobachtet, er nimmt ein bisschen wahr, in welcher Situation dass ich bin. Was viele Männer machen, wenn sie regelmäßig in Frauenkontakt kommen, ihnen Kompliment machen, mit ihnen flirten und dann selbstsicher werden, dass sie zu selbstsicher werden, dass sie zu krass auf Frauen zugehen und sagen, hey, du gefällst mir und ich will dich kennenlernen. Oder hey, ich will sagen, es ist irgendwie in einer Bibliothek oder irgendwie in einem ruhigen Kaffee, gehen auf sie zu, hey, du gefällst mir. Hey, wie geht's? Und dann meistens eben relativ laut, dass es alle mitbekommen. Und das fühlt sich nicht so gut an. Vor allem, wenn du als Frau jetzt irgendwie findest, so, was denken jetzt die anderen von mir? Also die kennen dich nicht einmal, die rundherum sind, sagen wir in einem Kaffee. Das fühlt sich ein bisschen unangenehm an. Wenn du dir jetzt aber nur ganz kurz Zeit nimmst und die Situation beobachtest, in welcher Situation das sie ist, was für Leute sind um sie herum, was passiert um sie herum, was macht sie gerade, wie wird sie sich wohl gerade fühlen? Und wenn du dich dort ein bisschen in sie hineinversetzt, wenn du aber jetzt das siehst, aha, sie ist in der Bibliothek, sie ist im Kaffee und ihr wird es ein bisschen unangenehm und zu ihr diskret herangehst und sagst, hey, ich sehe zwar, dass du jetzt gerade am Lesen bist und wahrscheinlich voll vertieft bist oder ich sehe, dass du jetzt da gemütlich in der Bibliothek bist, etwas lesen willst und wahrscheinlich deine Ruhe willst haben, aber trotzdem, ich habe dich gesehen und ich muss einfach sagen, du gefällst mir wirklich sehr gut, du hast eine sehr schöne Ausstrahlung. Das ist schon viel, viel angenehmer als einfach BAM, wie ein Schlaghammer. BAM, du gefällst mir. Das zieht einfach nicht. Oder nehmen eine andere Situation, wo viel passiert. Du siehst eine Frau, sie ist sich am Unterhalten mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen und du sagst dir, wow, die gefällt mir wirklich mega gut. Dann kannst du kurz innehalten, überlegen, wie wäre es, wenn du jetzt in dieser Situation wärst, die du dich mit einer Kollegin oder Kollegen willst unterhalten und es kommt irgendjemand. Und dann aufgrund von dem auf sie zugehst und das würde dann etwa so aussehen. Du gehst hin, hallo zusammen, ich sehe zwar, ihr seid da gerade eurem Unterhalten, vielleicht wollt ihr auch hier Ruhe haben, trotzdem, ich kann jetzt nicht anders können, ich muss dir jetzt einfach kurz sagen, ich finde, du hast ein mega schönes Lächeln, das gefällt mir total gut. Dann schaust du mal, wie sie darauf reagiert. Wahrscheinlich schauen sie sich kurz an, um zu schauen, okay, wie ist es für den anderen, wenn ich jetzt in dieser neuen Situation bin. Und wenn du das alles wahrnimmst und dann auch die kleinen Signale kannst deuten, und dann gibst du ihr den Raum, sie fühlt sich wohl, jetzt in dem Kontext mit dem Gespräch, mit dem Gesprächspartner, sie fühlt sich wohl und sie fühlt sich abgeholt und sie wird dir vielleicht auch die Nummer geben. Also probier das aus, probier es unbedingt aus und schreib mir unten in den Kommentaren, wie du es erlebt hast und was du von diesen Tipps haltest, jetzt von dem Tipp. Und wenn dir der Kanal gefällt, das Einfachste ist, und es ist kostenlos, wow, es ist kostenlos, abonnieren. Abonniere den Kanal, wieso wirst du praktisch jede Woche mit einem Update beglückt. Kann man das so sagen? Sagen wir mal so. Ich wünsche dir viel Spass da draussen, hab's gut und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao zusammen.